Moin, mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentott, Hottentott, Hottentott. Bis die blauen Jungs mit der Tür einrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. 50 Millionen. Dann kann alle auf den Chair. Sehr geehrte Eierwärmer. Und woher wissen Sie das? Verstehen Sie? Wann kann er es machen? Warum? Was glaubt ihr eigentlich? Väter Kuschler. 100%. Circa 300 Seiten davon sind allein gelöschte Daten gewesen. Also Dinge, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten. Nach 13 Jahren schreiben. Tippen. Ja, du, was grinst du mich an, ne? Was lachst du? 50 Millionen. Und Kückenschänder. Du Arsch, du Wichser. Crime. Destroy. Eliminate it. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. Es geht um Mord, Totschlag und Kinderschändung. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Autobomben, die Amerikaner. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. 50 Millionen. Gezielte Mordanschläge, weil ich genau die gleichen Rechte habe wie du. Kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Um uns aufzuhalten, errichtet Präsident Snow ein Minenfeld aus Fall. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Ja, machen wir nicht mit. Die Rede ist vom sogenannten Kückenschreddern. Das ist eine populistische Scheiße. Direkt ins Gesicht gespuckt. Was lachst du? 50 Millionen. Dieses Wort ist so furchtbar, dass es mir Microsoft Word sogar als falsch anzeigt. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden, dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Ich kann kritisieren Sie, aber ich kann nicht akzeptieren, die Kritiker über Profi unsere Arbeit. Aber das ist populistisch. Das ist so der Klassiker, das macht Probleme. Ich verstehe die Kritiker über Ergebnis. 50 Millionen. Ich habe selbst überhaupt keinen Ausdruck für diese jämmerliche, herzlose Tierquälerei. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Alles super. Da hört sich wunderbar an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Da sind wir uns alle einig. Da war dann erstmal Licht aus. 50 Millionen.
Das andere ist Standard. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Farming Top. Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Ganz einfache Lösung. Ich habe fertig. Ich weiß, kenn ich kenne, sage auch die Namen. Ich stimme verletzt. Licht aus. Na super. Normalerweise populistische Geschichten. Das, finde ich, war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. 50 Millionen. Super Job. Wenn's weg ist, gibt's das böse Blut. Wie eine Flasche leer. Was müssen das bloß für Menschen sein, die arme Kinder im Schlaf aus ihren Nestern zerren und in erbarmungslose Tötungsmaschinen werfen? Die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Der berühmte schwarze Mann. 50 Millionen. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Wir sind Freunde der USA, kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Das ist die Küchenwaage, mit der sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Auch sie sind tödlich. Es sind Kinder. Es waren doch noch Kinder. Es geht hier um flauschige, niedliche, süße Tierbabys. Damit die Trucker mich auch hören, möchte ich jetzt mal ein Rabigramm spielen. 50 Millionen. Um kleine, hübsche Kükenjungen. Okay, ein Rabigramm für Trucker. Die erbarmungslos in Stücke gerissen werden. Angstzustände. Dann sind die vielen Tode. Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Aber keine Mut an Worten! Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Polizei verhindert Massenschlägerei. Sprach- und Sehstörungen. 50 Millionen. Hier muss es Alternativen geben. Jetzt live über CB-Funk, Kanal 9 sind die Schlacker. Okay. Zu dieser Zwangsinrichtung, alle Kinder müssen unbedingt Alternativen gefunden werden. Ich verehre alle Trucker, die den ganzen Tag lang fahren, bei Nebel und bei Regen, auf der Autobahn. 50 Millionen. Wir müssen unbedingt andere Lösungen finden, als einfach jeden, der zusätzliche Kosten verursacht, brutal zu zerstückeln. Oh, maybe we can sing it. Ganz einfache Lösung. Freiwillig werden. Hat tagelang gedauert, hat viel Geld gebracht, aber das Geld kann man besser investieren. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Dann hören alle den Chill! 50 Millionen. Fünfzig, fünfzig, fünfzig Millionen.
50 Millionen. Fünfzig Millionen. Notfalls klemme ich mich selbst dahinter. Aber dieses Massentöten muss ein Ende finden. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Gerommelkaserne. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Wir brauchen hier mehr Liebe, Zuwendung und Verständnis, statt ein neues KZ. Jungs, ihr seid toll. Jungs, ihr seid wunderbar. Und habt ihr mal eine Panne, dann nehmt Schluck aus eurer Kanne. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Specials zum traurigen Themenpunkt des Kükenschreddern. Es ist kurz vor Weihnachten und da lasse ich mir es natürlich nicht nehmen, die miserablen Bedingungen in Erinnerung zu rufen, unter denen heute viele Tiere, die zum Verzehr gedacht sind, leiden müssen. Genau so kennt man Hottentott. Oder lernt es zumindest vielleicht noch kennen. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, ob ich die heutige Sendung wirklich komplett mit Titeln zum Thema Kükenschreddern füllen kann. Ich habe noch allerhand frische Instrumentalisierungen und sogar noch einen Titel, den ich auch mit seinem Text noch gar nicht hören lassen konnte. Andererseits sind 2 Stunden aber auch ein zeitlicher Rahmen, für den man dann doch schon sehr viele musikalische Titel produziert haben muss, um diese Zeit komplett damit füllen zu können. Positiv ist womöglich, dass die frischen Titel nun auch eine bessere Qualität besitzen. Den größten Teil dieser Neuproduktionen sprach ich im Studio des Radio OKJ ein, statt auf meinem kleinen Tischmikrofon für wenig Geld. Die Qualität vor Ort ist atemberaubend und überzeugt somit deutlich. Gerne bin ich geneigt, sofern die Zeit ausreicht und ein Studio bereitsteht, neue Titel, die häufiger zu hören sein sollten, künftig immer bevorzugt im Studio aufzunehmen. Die Qualität macht echt was her. Und für mich selbst wären diese Geräte ganz einfach unerschwinglich. Nun aber zurück zum eigentlichen Themenpunkt und der heutigen Sendung. Im Einstieg ließ ich meine 2. Version der verlängerten instrumentalisierten Wutrede zum Kükenschreddern hören. Diese instrumentalisierte ich mit einer von mir selbst und selbstständig bearbeiteten Version von Darkwoods 2, welches im Original von Ivan Shaw zur Verfügung gestellt wurde. Als nächster Titel soll nun die 3. Version meines Medleys zum Thema Kükenschreddern folgen. Hierzu bearbeitete ich für den musikalischen Hintergrund Free Pound Universe von Sherwis. Ich wünsche viel Spaß. Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen.
50 Millionen. Billiges Fleisch um jeden Preis. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. Billiges Fleisch ohne Fleiß. Billiges Fleisch, kalt und heiß. Billiges Fleisch um jeden Preis. Das kann uns nicht gut schmecken. Es wird unsere Seele beflecken. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen.
Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll. Das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood in mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Ich liebe dich, mein Küken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest. Ich denke oft daran. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr?
sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Fünfzig Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. Ereignisse, Gegebenheiten und Handlungen in den kreativen Werken dieser Sendung sind frei erfunden. Bezüge zu real existierenden Personen sind rein zufällig und so nicht beabsichtigt. Wunderbar! Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love. And this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Die beiden Standardprojekte sind nun durch. Jetzt kommen wir mal zu den neuen, kürzeren musikalischen Projekten. Obwohl das hier schon die zweite oder sogar schon dritte Sendung zum Kükenschreddern ist, kann ich sogar noch immer neue Titel präsentieren, die ich noch in ihrer vollen Form, also auch mit ihrem Text, übrig habe. Der Titel des nächsten musikalischen Projektes lautet Ich verkleide mich als Küken. Dieses Projekt instrumentalisierte ich mit zwei unterschiedlichen Instrumentalstücken. Für die Version, die ich heute gerne zuerst präsentieren möchte, bearbeitete ich Reflections in the Rain von Maynard Chunky. Maynard Chunky ist ein neuer Künstler, den ich so in dieser Sendung leider noch nicht hören ließ. Vielleicht lohnt es sich aber, jetzt auch mal auf eines seiner Stücke zurückzugreifen. Ich wünsche viel Spaß.
Ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Ich verkleide mich als Küken und presche ein in diese Welt. Ich werde mich nicht bücken, wo nur das Geld noch zählt. Ihr könnt mich nicht zerdrücken, nennt mich lieber Held. Niemand wird mich unterdrücken, lieber stehen, bevor man fällt. Ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Ich verkleide mich als Küken und kämpfe gegen Grausamkeit. Ich verkleide mich als Küken für den Kampf gegen Schlechtigkeit. Ich verkleide mich als Küken, ihr seht, wohin ihr geht. Ich verkleide mich als Küken, der Richter bald vor euch steht. Ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Ich verkleide mich als Küken und kämpfe gegen jedes Leid. Ich verkleide mich als Küken gegen Ärger, Mord und Neid. Ich verkleide mich als Küken, das wird neue Zeichen setzen. Ich verkleide mich als Küken, um das Böse aus der Welt zu hetzen. Ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Aber bitte nehmt dieses Lied nicht ganz so ernst. Es ist Kunst, die Wahrheit liegt nicht voll im Kern. Natürlich gehe ich nicht nackt auf Verbrecherjagd, doch ich nutze die Medien gern zur Bekämpfung dieser Tat. Ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Der nächste neue Titel, den ich heute vorstellen möchte, wurde bereits in der letzten Sendung gehört, jedoch mit einer anderen Instrumentalisierung. Generell handelt es sich nur noch um neue musikalische Hintergründe. Eventuell ergibt sich hier aber ein künstlerischer Kontrast, oder die Werke sind aus anderen Gründen weiterhin hörenswert. Der nächste Titel heißt
Wir sind 50 Millionen. Diesmal bearbeitete ich für den musikalischen Hintergrund New York City Instrumental von Spinnen Merkaba. Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen, wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. Im kuscheligen Federkleid sind wir schön und bald gefeit vor euren Gräueltaten. Ihr könnt uns doch nicht ewig jagen. Irgendwann sind die Maschinen auf euch gerichtet und eure Verbrechen werden schwer gewichtet. Dann schützt euch auch nicht mehr dieser Staat. Stellt die Tötungsmaschinen sofort ab. Stellt die Tötungsmaschinen 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 ab. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Wir rackern für unser Leben gern, wir rackern ob nah ob fern. Wir werden uns zusammenrotten und euch erfolgreich stoppen. Ihr könnt uns doch nicht ewig die Knochen brechen, in viele Millionen kleine Herzen stechen. Wir schlagen irgendwann zurück, dann braucht ihr sehr viel Glück. Stellt die Tötungsmaschinen ab. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Wir wehren uns mit nur einem Ziel. Diese Schandtat bleibt nicht ewig euer Spiel. Irgendwann ist es vorbei und dann sind wir wieder frei. Wir merken uns, was ihr da tut. Wir sehen noch immer unser Blut. Doch wir empfehlen euch vorab. Stellt die Tötungsmaschinen ab. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen.
wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir werden bald in Freiheit leben. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden irgendwann in Freiheit leben, denn wir sind 50 Millionen. Der nächste neue Titel bzw. die nächste neue Instrumentalisierung meines Werkes, wie auch immer, es erfolgt die zweite Version meiner Neuproduktion Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich erzählte zu diesem Titel schon in der letzten Sendung relativ interpretationsfreies Zeug. Dabei soll es auch heute erstmal bleiben. Zur musikalischen Abrundung bearbeitete ich dieses Mal DJ Cut Pulse, George Alinas Remix von George Alinas. Viel Spaß! Ich bin dumm, ich fress bei doof, Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll, das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof, ich bin dumm, ich fress bei doof. Gesundheit ist mir doch egal, noch nie gehört von jeder Tier Qual. Solange das Portemonnaie es hergibt, fress ich, bis ich umkipp. Wie gerne werd ich dabei dick, dünn sein ist für mich nicht schick. Alles andere ist Schinderei und mir ganz einerlei. Ich bin dumm, ich fress bei doof, Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll, das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof, ich bin dumm, ich fress bei doof. Was stört mich, was andere denken? Ich werde mich selbst beschenken. Ich hole Burger für Burger und Pommes für Pommes. Ich merke, ich bin kein Worker. Das Ganze macht mich eher fit. Für all das, was ich fressen müsste, lauf ich weder zum Bauern noch zur Küste. Ich bin dumm. Ich fress bei doof, Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll, das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof, ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich liebe das goldene M, ebenso wie einen Kinn. Das alles brenne ich mir mit. Ich wirke alt, das macht mir schick. Am besten aus dem nächsten Supermarkt. Da halt ich an, das macht mir stark. Doch kochen ist nicht ganz mein Ding. Ich werf es weg und geh zum Kinn.
Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll. Das zerknüll ich und werf's auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll. Das zerknüll ich und werf's auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll. Das zerknüll ich und werf's auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Den nächsten Titel spielte ich schon vor 2 Wochen, in der letzten Woche allerdings nicht. Er heißt Ich liebe dich, mein Küken. Für den musikalischen Hintergrund wagte ich mich dieses Mal an Why I'm Unlovable von den Fireproof Babies. Ich liebe dich, mein Küken, nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich herzlich an. Das hält mich fest, ich denke oft daran. In meinen Träumen treffe ich immer wieder auf dich. Du spornst mich an, du bist so gut für mich. Bei dir kann ich mich fallen lassen. Ich bin gern bei dir und kann mein Glück kaum fassen. Du bist das, was ich mir schon so lang ersehnte. Es gibt viele Tücken, doch du bist für mich das Schönste. Und ist es notwendig, holst du mich aus meinem Traum heraus und wir gehen gemeinsam und vereint in die große Welt hinaus. Ich liebe dich, mein Küken, nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich herzlich an. Das hält mich fest, ich denke oft daran. Ich liebe dich, mein Küken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du bist alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest, ich denke oft daran. Ich liebe dich, mein Küken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest,
Ich denke oft daran. Eine Welt ohne dich möchte ich nicht mehr sehen. Notfalls möchte ich mit dir gemeinsam im Regen stehen. Wir beide stellen die Maschinen sofort ab. Und dann zählt nur noch unser harmonisierter Trab. Der Klang unseres Herzens erzählt uns so viel. Ich bin froh, dass ich dir zu Füßen fiel. Die Welt verschönerst vor allem du für mich. Und ich bin glücklich, wenn du Gleiches denkst über mich. Ich liebe dich, mein Glücken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest. Ich denke oft daran. Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich. Selbstverständlich plane ich bereits mit dem nächsten großen Special, welches zur 75. Sendung erscheinen soll. Dieses Mal wird es entsprechend meiner Erfahrungen als Dichter ein Special sein, welches sich in ausgleichender Themengerechtigkeit sensiblen, gefühlvollen Liebesliedern widmen wird. Selbstverständlich werde ich alle gespielten Titel selbst produziert haben. Womöglich werde ich in vielen oder vielleicht sogar in allen sogar im Vordergrund zu hören sein. Mir ist bisher noch nicht ganz klar, was an Liebesliedern rechtsradikal oder pornografisch ist. Aber vielleicht kann ich in den nächsten Wochen noch mancher Holzkopf aufklären. Ansonsten wünsche ich allgemeinhin einen tollen Abdreher. Viel Spaß! Ich sollte mich vielleicht trotz allem Kampf für den Tierschutz nochmal darauf besinnen, dass wir auf das Weihnachtsfest zusteuern, das Fest der Liebe.
das Fest, an dem junge Leute an den Platz ihrer Geburt zurückkehren, um die IT-Probleme ihrer Eltern zu lösen. Und ich habe ja auch noch eine offene Rechnung, was meine Zuhörer betrifft. So ließ ich im letzten Monat mein Best-of hören. Dafür versprach ich im Vorfeld, dass meine beliebtesten Clips in diese Sendung kommen. Daran konnte ich mich dann aber leider doch nicht so halten. Es gibt einen Clip, der kurz vor meiner Best-of-Sendung alle Rekorde meiner Views-Zahlen brach. Dennoch fand er in meiner Best-of-Sendung leider keine Berücksichtigung. Ein weiterer Titel wäre hier ebenfalls berechtigt. Doch dieser wurde ja, zumindest zeitweise, generell verbannt. Senden kann ich aber durchaus nochmal meinen News-Zusammenschnitt, bei dem ich den Gastauftritt von Stefan Raab bei Domian verkürzt präsentiere. Dieser scheint sich großer Beliebtheit zu erfreuen. Um mich bei allen Zuhörern zu entschuldigen und ihn kurz vor Weihnachten trotz allem doch nochmal in meiner Sendung hören zu lassen, nutze ich entsprechend die nächsten Sendeminuten. Ich wünsche viel Spaß. Bist du eher Moderator, bist du Musiker, bist du Komponist, Produzent? Du machst ja alles. Ja, bin alles eigentlich in dem Fall. Ja, das ist mal, das hängt immer davon ab, was ich im Moment gerade mache. Also, aber die Abwechslung macht das interessanter. Erste Frage, über welches Kompliment hast du dich bisher in deinem Leben am meisten gefreut? Entertainment total. Zweite Frage, was tut dir aus tiefstem Herzen leid? Wenn, dann nur was aus dem privaten Bereich, und da spreche ich ja grundsätzlich ungern drüber. Ja. Vierte Frage, wie viele wirklich gute Freunde hast du? Kann man an einer Hand, kann man die abzählen. Und das ist schon viel, finde ich. Ja, das heißt ja nicht, dass fünf sind. Ja. Man kann es mit einer Hand abzählen, das kann auch nur einer sein. Gebetest du? Ja, hin und wieder. Und der erste Anrufer ist jetzt schon in der Strippe, das ist nämlich der Ralf. Ja, erstmal großes Kompliment, TV Total gucke ich ganz gerne. Sehr gut. Und nein, meine Frage wäre alleine mal, du hast nun schon so viele Prominente aufs Korn genommen und so weiter und so fort. Ist dir im Nachhinein so eine Geschichte, die da übrig geblieben ist, wo du sagst, oh Gott, im Nachhinein hat mir das schlaflose Nächte bereitet, das war mir eigentlich ein bisschen peinlich. Natürlich ist das, was wir machen, unter Umständen für den einen oder anderen, der betroffen ist oder der bescherzt wird, nicht ganz so erfreulich. Aber das gehört auch zum Geschäft. Und ich bin keiner, der versucht also Hass ist für mich keine Motivation. Und deswegen kann ich allen nur sagen, die sich vielleicht von mir angegriffen fühlen, das gehört bei dem Job dazu, den ich mache, dass das nicht durch Hass motiviert ist. Deswegen habe ich da eine relativ große Distanz immer zu. Gab es von einem Prominenten eine sehr heftige Reaktion, wo du gemerkt hast, das war jetzt also wirklich sehr krass, wie der sich gekränkt gefühlt hat? Ja, gab's. Wer war das? Ich habe dann auch mit ihm telefoniert, er hat mich angerufen. Bitte, wer war es? Nein, doch, das, bitte. Nein, das gehört da. Ich meine, da bin ich ja eher ein Mann. Da habe ich mit ihm gesagt, ist okay, kommt nicht mehr vor. Ich fand es trotzdem nicht unberechtigt, was ich gemacht habe, weil ich von ganz lapidaren Scherz. Aber du hast immerhin auch angerufen. Nee, er hat mich angerufen. Also. Ja, ich konnte ja nicht, direkt wissen, dass es ihm nicht gefallen hat. Aber ich bin ja jetzt keiner, der dann nicht ans Telefon geht und sagt, lass den Arsch, weil ich ihn nicht für den Arsch halte. Und gleich geht's weiter mit unserer Gabi. Hallo Gabi, 43 Jahre alt. Hallo. Es gibt Gerüchte, dass wenn dein Vertrag bei ProSieben ausläuft, du eine Samstagabendshow moderieren sollst. Und als Nachfolger für TV Total wird schon Oliver Pocher genannt. Nee, das ist, das habe ich auch gelesen. Mhm. Das ist aber eine Falschaussage. Das war eine verkürzte Version des Interviews, was auf einer Internetseite stand. Also sowohl das eine als auch das andere stimmt nicht. Gabi, danke für deinen Anruf. Ja, ich danke auch. Und Stefan, bleib uns treu. Wir brauchen dich. Du hast, glaube ich, auch mal vor langer Zeit unseren allerseits geschätzten Dieter Thomas Heck verärgert, ne?
weil du im Vollplayback den Mund nicht bewegst. Ja, genau. Da war ich eingeladen bei der goldenen Stimmgabel. Ja, sollte genau. Ich damals bekommen, weil ich dreimal die ZDF-Hitparade, den Gewinn der ZDF-Hitparade, ich möchte fast sagen, mir erschlichen habe, durch Mithilfe meines Viva-Publikums mit Bertie Vogts damals. Ja. Und da gab es eine alte Regelung. Ich hatte ja ein bisschen rumgewütet in der Hitparade, haben wir ein Schlagzeug zertrümmert und solche Sachen gemacht. Ich war halt jung damals. Das war Sturm- und Drangzeit. Genau. Ja. Und dann gab es diese Regel in der ZDF-Hitparade, wer dreimal die ZDF-Hitparade gewinnt in einem Jahr, der kriegt automatisch die goldene Stimmgabel. Das hat Dieter Thomas Heck schon eigentlich nicht gefallen, aber er hat dann gesagt, komm, wir können jetzt nicht deswegen die Regel ändern. Und dann bin ich da hingekommen und dann... Und da lief das Lied im Vollplayback? Das Lied lief im Vollplayback und ich bin rausgegangen und habe dazu nur gelächelt. Und bin die erste Reihe abgeschritten, wo die ganzen Honorationen saßen, also vom rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten über Dr. Dieter Stolte. Den habe ich allen, Professor Dr. HC, aber nur, ja, Dieter Stolte. Und bin die Reihe abgeschritten und habe allen freundlich die Hand gegeben. Und die haben alle gute Mienen zum bösen Spiel gemacht, habe das Mikro in der Hand gehabt, habe aber nicht gesungen. War aber ein bisschen sauer. Du hast gerade gesagt, ich habe gute Freunde, die passen auf eine Hand vielleicht, wenn es nur ein oder fünf. Wie wichtig ist dir Freundschaft? Sehr wichtig. Gibt es Freunde, die du gewonnen hast, seitdem du populär bist? Oder sind das ganz alte Freunde von früher? Was ganz Solides? Die meisten sind alte Freunde von früher, aber ich würde mal sagen, ein, zwei habe ich dazu gewonnen. Was sehr schwierig ist, stelle ich mir vor. Ja, ich weiß nicht, ob das schon als Freundschaft bezeichnen kann, aber ich würde sagen, das ist relativ nah dran. Sind das Leute aus deinem Geschäft, die dir ebenbürtig sind? Ja, genau, das sind keine anderen Prominenten. Mhm. Es sind Leute aus meinem Umfeld, mit denen ich tagtäglich arbeite. Die alten Freunde, sind das so Freundschaften, dass die auch zu dir sagen, pass mal auf, Stefan, hast du aber wirklich Scheiße gebaut? Bist du zu weit gegangen im Fernsehen oder ist da doch so ein Respekt mittlerweile? Nee, da kommt es auch gar nicht zu, weil ich mit meinen Freunden eigentlich überhaupt nicht über das rede, was ich höchst selten über das rede, was ich im Fernsehen mache. Du hast, ich sagte es gerade schon, eine Metzgerlehre gemacht und die auch abgeschlossen. Genau. Und warst auf einem Jesuiteninternat, ich glaube in Bonn. Ne? Genau. Was hat dich mehr geprägt? Das prägt beides auf seine Weise. Also das war ja meine Entscheidung. Das war meine persönliche Entscheidung. Ich hatte da Lust drauf und ich habe gesehen, was ich da für Möglichkeiten habe. Also gerade musikalisch war ich damals so ein bisschen schon unterwegs und so. Und da. Nein, ich meine, dass einem bestimmt doch schon solide ethische Werte vermittelt werden. Ja, das stimmt. Ne? Stimmt, das ist richtig. Ja, also das ist eine katholische Erziehung, ja. Aber die wird ja nicht aufoktroyiert. Du hast die Metzgerlehre abgeschlossen und währenddessen auch noch studiert, ne? Genau, parallel dazu. Ja. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern eine Metzgerei hatten und ich war immer jemand, also ich wollte immer in irgendeiner Form, was unternehmerisch kann man ja in vieler Hinsicht tätig sein, das macht ja auch Spaß. Ein singender Metzger wäre auch nett. Zum Beispiel. Wir haben jemanden in der Leitung. Und zwar herzlich willkommen, Markus. Du hast ja eben ganz netterweise gesagt, oder ganz fairerweise, über dein Privatleben gibst du nicht gerne viel Preis. Wie vereinbart sich das denn, dass du wildfremden Leuten ihr Privatleben aufdeckst und das ja auch der Lächerlichkeit preisgibst im Prinzip? Ja, da finde ich, muss man schon genau sezieren. Ich glaube, dass ein Unterschied darin besteht, ob ich einen Ausschnitt aus dem Fernsehen nehme, was wir im Wesentlichen machen, darum dreht es sich auch. Also ob ich einen, der freiwillig in die Talkshow gegangen ist, freiwillig bei Vera, bei Bärbel, was es da alles auch gab und gibt, freiwillig dorthin gegangen ist und dort irgendeinen Quatsch gemacht hat, irgendeinen Unsinn, ja, der hat sich schon mal freiwillig einer Öffentlichkeit dargestellt. Ja. Und wenn wir das bescherzen, dann finde ich das in diesem Rahmen durchaus redlich. Es besteht aber ein Unterschied dazwischen, ob ich so jemanden, der sich freiwillig ins Fernsehen begeben hat, dann bescherze oder ob bei mir zu Hause irgendwie vor der Tür heimlich ein Fotograf steht, der mir und Leuten aus meinem privaten Umfeld heimlich hinterherfährt und heimlich irgendwo unterm Busch liegt und knipst. Das ist schon ein Unterschied. Mhm. Aber lassen Sie sich das doch mal eben aufgreifen. Das ist ja damals groß durch die Presse gegangen. Lisa Loch, das war ein Mädel, die heißt nun mal Lisa Loch.
Du meintest, dass man sie auch Petra Pussy nennen könnte. War ein kleiner Scherz. Ja. Und du meintest auch, dass sie vielleicht eine Pornopartei aufmachen könnte. Nein, das haben wir auch nicht so gesagt. Es gab dann einen Zusammenhang, das ist sehr komplex. Es gab einen Zusammenhang, wo Wochen später eine Matz, eine Einspielung drin war, die aber keinen Bezug auf die wirkliche Person hatte, wo nur einer unserer Autoren den Namen nochmal verwendet hatte, ohne in irgendeinem Zusammenhang. So. Das wird in den Medien immer falsch dargestellt. In diesem Punkt ist es tatsächlich so, dass, was wir nicht wussten, dass Lisa Loch zum Zeitpunkt dieser Auftritts im Fernsehen eben noch minderjährig war. Das war der einzige Fehler. Ja. Das ist ja auch okay, das ist ja auch abgehandelt und es gibt ja, da ist ja auch Recht gesprochen worden. Es gab dann eine Gerichtsverhandlung, eine Anzeige, Schmerzensgeld zahlen und so weiter. Ja, genau. Da sage ich, klar, da haben wir nicht aufgepasst. Ne? Und das versuchen wir. Wir versuchen natürlich keinen, wir sind ja keine Unmenschen, wir sitzen ja nicht da und sagen, heute Abend machen wir den oder den oder den fertig. Ja, lass mich grundsätzlich sagen, ich finde ja, wenn du die Promis durch den Kakao ziehst, finde ich völlig in Ordnung. Ich sitze auch lachend vor der Glotze. Wenn jemand sein Gesicht immer in die Kameras hält, dann muss er das aushalten können. Das machst du heute nicht mehr. Elton macht das manchmal noch. Früher doch immer so ein bisschen zurück, wenn du so alte Leute auf der Straße bloßgestellt hast und die mit Fragen bombardiert hast, die nicht beantworten konnten. Dann habe ich immer gleich Partei ergriffen für die alten Leute, weil ich dachte, das könnte meine Mama, mein Papa sein und die blamieren sich jetzt. Ja. Da war immer so mein Das ist eine Gratwanderung. Das ist eine Gratwanderung. Ja, aber das ist wir sind ja auch keine Samariter, das kann man ja mal dazu sagen. Ne? Wir wollen aber keinem was Böses. Und dass da mal der ein oder andere sich mehr verletzt fühlt, als es unsere Absicht war, das verstehe ich, kann ich nachvollziehen und jeder kann bei uns anrufen. Der nächste Anrufer, das ist eine Anruferin und das ist die Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo. Hallo Stefan. Hallo. Erstmal ein riesengroßes Kompliment und Lob für alles, was du bis jetzt im Fernsehen fabriziert hast. Also ich fand alles klasse. Sehr gut. Hätte ich die alle gekauft, die hier. Nein, das ist wirklich so. Und zwar habe ich doch eine persönliche Frage. Ich weiß nur, dass das Baby da ist und dass ihr Eltern seid. Woher weißt du das denn? Ich weiß nicht. Ich finde einfach... Woher weißt du das denn, wenn ich mal fragen darf? Ach so, aus der Bild. Ach so, ja, okay. Dann würde ich sagen, da würde ich nochmal drüber nachdenken, dann da wäre ich mir dann doch nicht so sicher. Aber jetzt sag doch. Yvonne, ich finde das auch sehr spannend und ich würde das auch gerne wissen, aber ich finde, man muss das respektieren. Ja. Wenn er sagt, nee, ich will darüber nicht reden, dann finde ich schon... Ja, es ist auch nicht böse gemeint, Yvonne. Wenn du zufällig mal irgendwo in der Bahn sitzt, ich fahre ja immer mit der Bahn zur Arbeit, dann will ich dir das vielleicht mal privat erzählen, aber hier vor, wie viel gucken hier zu? 3-4 Millionen? 2,5 Millionen. 2,5 Millionen, ja. Alles klar, ich wünsche auf jeden Fall euch, also eurer Familie, alles Liebe und alles das Gute. Ist sehr freundlich. Und ich denke mal einfach, dass du überglücklich bist und ich finde auch, dass du dich irgendwie positiv irgendwie verändert hast, dass man das spürt oder dass man das sieht. Und ich wünsche dir ganz viel Glück und weiter viel Erfolg. Dankeschön, das ist nett von dir, Jürgen. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Wünsche ich dir auch, tschüss. Stefan, mit dem großen Erfolg, den du hattest und hast, ging natürlich auch einher, dass du sehr viel Geld verdient hast. Du bist ein reicher Mann. Wo hast du das denn her? Auch wieder aus der Bild. Wie wichtig ist dir Geld und Luxus? Also ich bin, das sieht man ja auch, ich bin jetzt nicht jemand, der ohne das nicht leben könnte. Ich ziehe mich ganz normal an. Ich kaufe mir auch ich kaufe keine teuren Sachen. Ich schmeiß keine großen Partys. Ich habe keine teuren Uhren und du bist ja auch nie gestylt, was ich sehr sympathisch finde übrigens. Ja, also ich olle Jacke an hier. Die ist tatsächlich schon olle, aber die Schuhe sind noch oller. Soll ich die mal zeigen? Die sind schon ein bisschen durch. Ja. Aber ist ja, ich dachte, heute Abend sieht man es ja nicht, weil ich so unterm Tisch habe. Hast du für die Flutopfer gespendet? Das ist auch wieder so ein Punkt, den ich sehr privat finde. Mhm. Und ich, wenn ich sowas mache, ja, das niemals öffentlich bekannt geben würde. Auch nicht hier, weil ich persönlich finde, mir ist das manchmal doch sehr zuwider, wenn ich in Zeitschriften diese Fotoreisen von irgendwelchen Prominenten sehe, die sich mit Kindern in dritten Weltländern ablichten lassen, um das auch für die eigene Publicity zu nutzen. Und diesen Eindruck möchte ich nicht erwecken. Ich schenke mir noch einen Eindruck hier an. Können wir jetzt sagen, dass Wodka ist. Ja. Wir haben auch ein kleines Kotznäpfchen hier, falls du ausspucken möchtest. Ja. Das steht hier. Ne? Okay. So, hast du eigentlich als Schlachter, sind Metzger auch Schlachter? Nein. Hast du mal geschlachtet? Nein. Ich habe mal geschlachtet. Ja. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja.
Wann war dir eigentlich klar, ich will doch Musiker werden und nicht Metzger und ich will ins Fernsehen? Wann war mir das denn klar? Wann kam der Wunsch so auf? Also ich habe die Historie ist ja so, dass ich parallel zur Metzgerlehre noch mein Studium gemacht habe und nebenbei immer so ein bisschen Musik produziert habe. Und da hatte ich dann zufälligerweise mal einen Bekannten, der bei einer Werbeagentur arbeitet, und der hat gesagt, willst du nicht mal hier was machen und so. Und dann habe ich mal so einen kleinen Song gemacht und dann habe ich das da angeboten, dann fanden die das gut und haben mir auch noch Geld dafür gegeben. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, da kann man ja mal, das ist ja interessant. Da warst du so 20, um die 20. 21 oder so, 21 war ich ja. Und dann hat sich das so parallel entwickelt. Ich wollte aber mehr Produzent sein, also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Fernsehen war... den Wunsch habe ich nie gehabt. Das war Zufall, ne? Das war purer Zufall. Ja. Also ich hab jetzt im Zuge der Vorbereitung auf die Sendung natürlich über dich gelesen, mich informiert nochmal. Und das ist wirklich unglaublich, was du alles schon gemacht hast. Ich sag mal so mal Beispiele von den Songs. Hier kommt die Maus, Maschendrahtzaun, Bertie Vogts, hol mir mal eine Flasche Bier. Da warst du dreimal direkt, indirekt beim Grand Prix dabei. Komponist, Produzent von Gildo Horn, dem Prinzen, Verona Feldbusch von Max. Nee, Verona Feldbusch habe ich nicht produziert, das ist falsch. Ich habe mal die Titelmelodie für die Sendung Veronas Welt bei RTL gemacht. Genau. Und so weiter. Also es ist wirklich wahnsinnig viel. Ja. Gibt es da ein Erfolgsrezept oder ist es Glück? Ja, das, wenn ich das wüsste. Also wenn es ein Erfolgsrezept gäbe, dann wäre ja alles, was ich bis dato gemacht habe, erfolgreich geworden. Ist es aber nicht. Was ist nicht erfolgreich geworden? Gab es immer so ein paar kleine Sachen, die sind dann so erfolglos gewesen, dass man noch nicht mal gemerkt hat, dass sie nicht erfolgreich waren. Ja? Das sind immer wieder so geniale Ideen, auch mit euren Events. Ja. Also dann ist Wok und dann ist Springen und das funktioniert alles immer wieder. Ja, ich verlasse mich dann nur auf meinen persönlichen, auf mein persönliches Empfinden. Ja. Also auch dieses Turmspringen, was wir gemacht haben, da haben sich bei meine Mitarbeiter, die haben gesagt, das klappt doch nicht, lass uns doch mal irgendwie. Das war auch für mich überraschend, dass das so ein großer Erfolg dann war. Ich gehe da immer nach meinem persönlichen Gefühl. Deswegen ist es ja auch meistens so, dass bei sehr vielen Sachen, die ich gemacht habe, außer mir keiner dran geglaubt hat. Mhm. Ja, das ging los mit TV Total, was keinen Sender haben wollte. Es war ja auch mit dem Maschendrahtzaun so, ne? Genau. Dass die Leute sagten, das funktioniert nicht mehr. Ja, die Plattenfirmen wollen das ja nicht machen. Da habe ich dann gesagt, irgendwie, ich mach selber eine Plattenfirma auf zu dem Zeitpunkt. Ah ja, ne? Das war der beste Schachzug, den ich machen konnte. Stefanie ist da. Hallo Stefanie. Genau, meine Frage wäre, und zwar, wenn du noch einen Tag zu leben hättest, was würdest du an dem Tag tun? Schöne Frage. Das ist aber auch wieder so eine. Ist auch wieder privat. Auch gar nicht mal. Nee. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, willst du was Privates machen? Ja, aber das kann man, glaube ich, nicht mit einer bestimmten Tätigkeit. Ja, doch, man kann aber sagen, mit wem man zusammen sein möchte. Ja, das könnte man sagen. Ja, das ist auch schon. Mit den Liebsten. Ja, zum Beispiel. Aber ich würde mich wahrscheinlich mit einem engeren Kreis zusammensetzen und nochmal Revue passieren lassen. Ja. Weil ich glaube, dass das ist was ich so anstrebe, wenn ich mal 80 oder 85, falls ich so alt werden sollte, dass ich in so einem Sessel sitze und dann zählt die Erinnerung, glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten, die Erinnerung ist eine der wichtigsten Kapitalanlagen. Ja. Also für sich selber, für den Geist, für die Seele. Und wer spricht das denn jetzt wie aus? Antanasius? Ja, das ist richtig. 24 Jahre, hallo. 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 Guten Abend. Abend. Stefan, ich habe eine Frage. Und zwar wollte ich dich fragen, heute Abend lief ja Wetten, dass? Und Thomas Gottschalk ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen. In die Haare oder in die Jahre? In die Jahre. Okay. Haare ja auch. Ja, aber, in die Haare auch. Ob du dir vorstellen kannst, irgendwann mal eine Show wie Wetten, dass zu übernehmen? Oder? Ah, das ist so eine... Ich bin ja eigentlich... liegt mir das, was ich mache, also wie gesagt, ich bin ja mehr oder weniger sowieso durch Zufall zu diesem Geschäft gekommen. Mhm. Und das, was ich mache, ist das, was mir persönlich, das ist für mich schon die Königsdisziplin. Mhm. Jeden Abend da zu sitzen und einen Quatsch zu machen und dann hin und wieder mal das ein oder andere Event erfinden. Deswegen ist so eine Samstagabendshow für mich erstmal gar nicht so erstrebenswert. Ich kann nicht sagen, ob ich mal so was mache oder irgendwie was Ähnliches.
Ich kann mir das durchaus vorstellen. Also wir machen jetzt zum Beispiel, aber das ist ja dann kein Samstagabend schon in dem Sinne, wir machen jetzt die VOG-WM, die nächste VOG-WM wird an einem Samstag stattfinden. Ah ja, ja. So, aber das ist ja keine Samstagabend schon in dem Sinne, aber... Also dein Bestreben ist nicht, da hinzugehen und dem halt nee, zu bearbeiten. Außerdem macht der Kollege das immer gut und wie ich den einschätze, auch noch lange. Wenn ich längst pensioniert bin, macht er das immer noch. Das ist gar nicht mein Ziel. Also ich fühle mich sehr wohl mit dem, was ich mache und für mich wäre es ein Erfolg, das, was wir machen, sozusagen auf, in einer Beständigkeit zu etablieren. Ja. Zur Saskia, 21 Jahre. Hallo Saskia. Ja, hi Domian. Ja, hi Stefan. Hallo. Deine Frage. Und zwar, ich rufe im Namen vom Raabtreff.de Forum an. Ah, kenne ich. Ja, bin ich schon mal, ja, bin ich schon mal drauf gewesen. Was ist das? Ist das ein Filmforum? Das ist eine Internetseite. Achso, okay, schnell deine Frage. Ja. Okay, ich wollte fragen, wenn du die letzten 15 Jahre Revue passieren lässt, was würdest du genauso machen oder was würdest du anders machen, wie auch immer? Also aus der jetzigen Warte kann ich mich nur wirklich nicht beklagen. Also mir geht's sau gut. Ja. Also nicht nur, nicht nur wohlstandsmäßig, aber auch ich fühle mich gut. Ich habe irgendwie ich habe nichts übrig, was ich mir so wünschen könnte. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, also was ich mache. Deswegen, da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere, wo man sagt, das könnte man vielleicht nochmal anders machen. Ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich da so zufrieden und glücklich und mit mir selbst doch durchaus im Reinen. Was für ein schönes Schlusswort. Ja. Saskia, danke für den Anruf. Ja, kein Problem. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt komme ich zum zweiten Musikblock dieser Sendung, zum Themenpunkt des Kükenschredderns. Im Grunde beginnt dieser Block mit einem ähnlichen Titel, wie der letzte endete. Ich lasse in dieser Sendung übrigens zwei Musikblöcke zum Thema Kükenschreddern mit jeweils vier verschiedenen Titeln hören. Das nächste Projekt nannte ich »Sei das Küken meines Lebens«. Zur musikalischen Abrundung der folgenden Version meines Musikprojektes bearbeitete ich Space Bazooka von Kierkegaard. Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Der Tag, an dem wir uns begegnet sind, noch immer in meinem Herzen brennt. Ohne dich möchte ich nie mehr sein, denn mein Glück bringst mir nur du allein. Die Flamme unserer Liebe soll ewig brennen. Diese Kerze soll niemals ein Ende kennen. Ich fühle mich so viel stärker, nur durch dich. Einfach, weil du gern an meiner Seite bist. Sei das Küken meines Lebens, ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen.
Lieber würde ich mich selbst aufgeben, doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir, was will man mehr? Ich möchte noch eine lange Zukunft mit dir. Ich bin glücklich, wenn du bleibst bei mir. Nur durch dich kann ich mich selber finden und zu dem werden, was mir bestimmt ist. Ich weiß genau, du tust mir gut. Von dir bekomme ich nie genug. Ich gehe, wohin du mich auch treibst. Ich möchte nur, dass du für immer bei mir bleibst. Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Der Tag, an dem wir uns begegnet sind, noch immer in meinem Herzen brennt. Ohne dich möchte ich nie mehr sein, denn mein Glück bringst mir nur du allein. Die Flamme unserer Liebe soll ewig brennen. Diese Kerze soll niemals ein Ende kennen. Ich fühle mich so viel stärker, nur durch dich. Einfach weil du gern an meiner Seite bist. Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Ich möchte noch eine lange Zukunft mit dir. Ich bin glücklich, wenn du bleibst bei mir. Nur durch dich kann ich mich selber finden und zu dem werden, was mir bestimmt ist. Ich weiß genau, du tust mir gut. Von dir bekomme ich nie genug. Ich gehe, wohin du mich auch treibst. Ich möchte nur, dass du für immer bei mir bleibst. Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Der folgende Titel ist dann doch etwas anders gestaltet, als der eben gehörte. Zur musikalischen Abrundung bearbeitete ich Fierce von Dachshund und nannte dieses musikalische Projekt Die Schornsteine stehen nicht still.
Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Die Maschinen stehen niemals still, erzeugen Tod, Hass, Schrott und Müll. Es gibt so viel Unheil auf dieser Welt, alles nur für das schnöde Geld. Eingebunden in diese Maschinerie kann sich leider kaum jemand entziehen. Was bleibt, sind nur noch Träume von einer besseren Welt, in der so viel mehr zählen möge als nur das schnöde Geld. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Wer kann sich noch dagegen stellen, in einer Welt, in der viele, viele Dinge fehlen? Unser Herz sollte uns besser leiten. Wir sollten nicht nur Schmerz bereiten, doch wir tun es doch und immerfort. Uns fehlt oft der Mut, hier und dort. Abhängig von einem kranken System, unter dem wir leider alle schon viel zu lange stehen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Wer kann in einer solchen Welt noch glücklich sein? In einer Welt voll Kummer, Schmerz und Leid. Für Gerechtigkeit muss endlich vieles enden. Besser ist, mit Herz und Verstand zu lenken. Dieses Erbe möchte die Gesellschaft nicht mehr tragen. Und eines Tages könnten kommende Generationen fragen, musste das denn wirklich sein? Wir brauchen Alternativen, das muss sein. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Nun sind wir fast beim letzten neuen kurzen Titel angelangt. Diesen veröffentlichte ich unter dem Namen Eine Welt voller Küken. Zur musikalischen Hinterlegung der Version, die ich gleich veröffentliche, bearbeitete ich Whisper von Robert Ho.
Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Eine Welt voller Küken im kuscheligen Federkleid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, glücklich hüpfend im Vogelsang. Eine Welt voller Küken, mit einem wundervollen Klang. Eine Welt voller Küken, das ist es, was ich mir erträume. Eine Welt voller Küken, friedlich im Schatten der Bäume. Eine Welt voller Küken, einmal wird es vielleicht so sein. Eine Welt voller Küken, und niemand macht sie mehr klein. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Eine Welt voller Küken, piepsend hinter ihrer Hühnermama. Eine Welt voller Küken, trappelnd, quasselnd und sinnend, lalala. Eine Welt voller Küken, dann stehen die Maschinen still. Eine Welt voller Küken und niemand ihnen mehr ans Leben will. Eine Welt voller Küken, sie behaupten sich in der großen Welt. Eine Welt voller Küken, sie zählen mehr als schnödes Geld. Eine Welt voller Küken, einmal wird es vielleicht so sein. Eine Welt voller Küken und niemand macht sie mehr klein. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Nun beende ich diesen Block gleich mit der zweiten Instrumentalisierung des musikalischen Werkes, mit dem ich den ersten Musikblock zu dieser Thematik begann. Wer bereits eingeschaltet hatte, aufmerksam zuhörte und sich noch an diesen Titel erinnern kann, weiß, es folgt mein neues musikalisches Werk mit dem Titel »Ich verkleide mich als Küken«.
für den musikalischen Hintergrund der zweiten Version, also der, die ich gleich spielen werde, bearbeitete ich Juke Sounds von Airtone. Viel Spaß! Ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Ich verkleide mich als Küken und bresche ein in diese Welt. Ich werde mich nicht bücken, wo nur das Geld noch zählt. Ihr könnt mich nicht zerdrücken, nennt mich lieber Held. Niemand wird mich unterdrücken, lieber stehen, bevor man fällt. Ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Ich verkleide mich als Küken und kämpfe gegen Grausamkeit. Ich verkleide mich als Küken für den Kampf gegen Schlechtigkeit. Ich verkleide mich als Küken, ihr seht, wohin ihr geht. Ich verkleide mich als Küken, der Richter bald vor euch steht. Ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Ich verkleide mich als Küken und kämpfe gegen jedes Leid. Ich verkleide mich als Küken gegen Ärger, Mord und Neid. Ich verkleide mich als Küken, das wird neue Zeichen setzen. Ich verkleide mich als Küken, um das Böse aus der Welt zu hetzen. Ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Aber bitte nehmt dieses Lied nicht ganz so ernst. Es ist Kunst, die Wahrheit liegt nicht voll im Kern. Natürlich gehe ich nicht nackt auf Verbrecherjagd, doch ich nutze die Medien gern zur Bekämpfung dieser Tat. Ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Thank you.
Silvester ist immer das Gleiche. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Dem können wir uns nicht entziehen. Ich werde das nicht bedienen. Ich plane ein besonderes Silvesterprogramm. Während alle anderen Sender nur die gleichen Hits spielen, wie sie immer schon spielen, und voneinander kaum abgegrenzt, möchte ich eine Alternative anbieten. Ich arbeite an einem 8-Stunden-Programm, welches aus meinen eigenen Projekten besteht. Diese Sendung nenne ich dann Silvester Special. Noch ist unklar, ob Radio OKJ sich weigert, mein Silvester Special im Radio zu senden. Ich weiß auch nicht, ob es sonst jemanden interessiert oder irgendjemand hören möchte, aber ich werde es anbieten. Ich werde mein Silvester Special zusammenstellen. Und sobald es zusammengestellt ist, werde ich es verpacken. Und wenn es dann verpackt ist, werde ich es in der Nacht zwischen dem 30. und dem 31. Dezember über bekannte Medienkanäle veröffentlichen. Notfalls ganz allein, ohne Hilfe, ohne Unterstützung. Ich melde mich dann wieder. Silvester ist immer das Gleiche. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Dem können wir uns nicht entziehen. Ich werde das nicht bedienen. Jetzt ist leider schon wieder Zeit, frühzeitig auf das baldige Ende dieser Sendung hinzuweisen. Dafür entschuldige ich mich. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich vielmals. Ich weiß, eigentlich sollte diese Sendung niemals enden. Entsprechende Beschwerden bitte an das Radio OKJ. Danke. Wer mehr hören möchte, darf sich auf das anstehende Special zu Silvester freuen. Die ganze Geschichte änderte sich nun aber auch etwas. Es werden mehrere Stunden aus meinen eigenen Projekten zusammengestellt, bei denen sich über die gesamte Laufzeit kein einziger Titel mit gleicher Instrumentalisierung wiederholt. Jedoch packte ich dies jetzt in mehrere einzelne Sendungen ab.
So ist dem Radio OKJ eher möglich, dies in den nächsten Wochen auch im Radio zu senden. Alle treuen Hörer können sich dies aber trotzdem schon ab dem Silvestertag auf YouTube anhören. Nun ist noch Zeit für einen Titel, um die Sendezeit ausklingen zu lassen. Auch hier wissen treue Hörer wahrscheinlich schon, was folgt. Die verlängerte instrumentalisierte Wutrede zum Kückenschreddern mit ihrer dritten Instrumentalisierung. Dieses Mal bearbeitete ich Little Penguin von Gotenak. Viel Spaß! Sehr geehrte Eierwärmer. Und woher wissen Sie das? Verstehen Sie? Wann kann er's machen? Warum? Ja, was glaubt ihr eigentlich? Väter Kuschler. 100%. Circa 300 Seiten davon sind allein gelöschte Daten gewesen. Also Dinge, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten. Nach 13 Jahren schreiben. Tippen. Na, du, was grinst du mich an, ne? Was lachst du? 50 Millionen. Und Kückenschänder. Du Arsch, du Wichser. Crime. Destroy. Eliminate it. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. Es geht um Mord, Totschlag und Kinderschändung. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Autobomben, die Amerikaner. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. 50 Millionen. Gezielte Mordanschläge. Weil ich genau die gleichen Rechte habe wie du. Kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Um uns aufzuhalten, errichtet Präsident Snow ein Minenfeld aus Fallen. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Cool, machen wir nicht mit. Die Rede ist vom sogenannten Kückenschreddern. Das ist ein populistische Scheiße. Direkt ins Gesicht gespuckt. Was lachst du? 50 Millionen. Dieses Wort ist so furchtbar, dass es mir Microsoft Word sogar als falsch anzeigt. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Ich kann kritisieren Sie, aber ich kann nicht akzeptieren die Kritiker über Profi unsere Arbeit. Und das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das macht Probleme. Ich verstehe die Kritiker über Ergebnis. 50 Millionen. Ich habe selbst überhaupt keinen Ausdruck für diese jämmerliche, herzlose Tierquälerei. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Alles super. Da hört sich wunderbar an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Da sind wir uns alle einig. Und da war dann erstmal Licht aus. 50 Millionen.
Das andere ist Standard. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Farming Top. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Ganz einfache Lösung. Ich habe fertig. Ich weiß, kann ich sage auch die Namen. Ich bin immer verletzt. Licht aus. Na super. Normalerweise populistische Geschichten. Das finde ich war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. 50 Millionen. Super Job. Wenn's weg ist, gibt's das böse Blut. Wie eine Flasche leer. Was müssen das bloß für Menschen sein, die arme Kinder im Schlaf aus ihren Nestern zerren und in erbarmungslose Tötungsmaschinen werfen? Die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Der berühmte schwarze Mann. 50 Millionen. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Wir sind Freunde der USA, kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Das ist die Küchenwaage, mit der sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Auch sie sind tödlich. Es sind Kinder. Es waren doch noch Kinder. Es geht hier um flauschige, niedliche, süße Tierbabys. Damit die Trucker mich auch hören, möchte ich jetzt mal ein Rabigramm spielen. 50 Millionen. Um kleine, hübsche Kükenjungen. Okay, ein Rabigramm für Tracker. Die erbarmungslos in Stücke gerissen werden. Angstzustände. Dann sind die vielen Tode. Furcht, im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Haben keine Mut an Worten! Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Polizei verhindert Massenschlägerei. Sprach- und Sehstörungen. 50 Millionen. Hier muss es Alternativen geben. Jetzt live über CB-Funk. Kanal 9 sind die Trucker immer. Okay. Zu dieser Zwangshinrichtung aller Kinder müssen unbedingt Alternativen gefunden werden. Ich verehre alle Trucker, die den ganzen Tag lang fahren, bei Nebel und bei Regen, auf der Autobahn. 50 Millionen. Wir müssen unbedingt andere Lösungen finden, als einfach jeden, der zusätzliche Kosten verursacht, brutal zu zerstückeln. Maybe we can sing it. Ganz einfache Lösung. Freiwild werden. Hat tagelang gedauert, hat viel Geld gebracht, aber das Geld kann man besser investieren. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Dann fahren alle auf den Chat! 50 Millionen. Fünfzig, fünfzig, fünfzig Millionen.
50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. Notfalls klemme ich mich selbst dahinter. Aber dieses Massentöten muss ein Ende finden. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Rommelkaserne. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Wir brauchen hier mehr Liebe, Zuwendung und Verständnis. Statt ein neues KZ. Jungs, ihr seid toll. Jungs, ihr seid wunderbar. Und habt ihr mal eine Panne, dann nehmt einen Schluck aus eurer Kanne. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/52220. Fax 03641/52211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders: info@radio-okj.de. Facebook: www.facebook.com/carsten.todd.009/.